Ja, liebe Kifferinnen und Kiffer, lieber Christian, lieber Tibor, also ich glaube, wenn wir uns heute hier umgucken, dann sollten wir uns nicht gegenseitig Vorwürfe dazu machen, wer hier mehr für die Legalisierung in den letzten 10 Jahren erreicht hat. Was habt ihr denn gemacht? Wir sind der Hanf, ist das Motto, wir sind das Hanf natürlich. Und offensichtlich hat diese Message im Volk heute nicht verfangen, denn auf der 9. Hanfparade dieses Jahr sind leider nicht so viele für die Legalisierung auf die Straße gegangen, wie wir uns das wünschen würden. Und was sagst du? Du möchtest mit mir diskutieren, das können wir gerne nachher machen. Ich sage nur noch mal, mein Name ist Freke Ofer und weil die PDS-Politik und die rot-rote Senatspolitik hier angegriffen worden ist, will ich noch zwei Sätze dazu sagen. Ich bin kein Grüner! Was haben denn die Grünen gemacht? Ja, das fragt doch die Grünen! Keiner hat was gemacht! Ich bin völlig unzufrieden mit dem, was unter Rot-Rot in Drogenpolitik in Berlin erreicht worden ist. Aber es war immer ein bisschen. Es waren kleine Schritte, aber es waren viel zu kleine Schritte. Das Abgeordnetenhaus von Berlin hatte beschlossen, im Prinzip die schleswig-holsteinische Regelung sogar etwas weitergehend zu übernehmen. 30 Gramm straffrei. Der Senat, und das sage ich auch offen zu meinen Senatoren, da habe ich gar kein Problem mit, war an dieser Stelle feige vor der öffentlichen Meinung. 10 Gramm sind bei rausgekommen, das ist zwar mehr als vorher, aber das ist nicht das, was dazu führt, dass wir in den nächsten Jahren zu einer Legalisierung von Hanf in Deutschland kommen. Und dazu werden wir nur kommen, wenn wir gemeinsam für dieses Thema streiten, statt uns da gegenseitig jetzt Vorwürfe zu machen, ob wir bei Otto Schilly schon ins Vorzimmer gerutscht sind mit diesem Thema. Ja, aber schon Otto Schilly ist, jetzt bringt ja nichts. Mann, innerhalb der nächsten 10 Jahre wird hier nichts passieren. Die Legalisierung von Hanf, das sehen wir, war vor einigen Jahren weiter das Thema. Zurzeit erleben wir in den Medien eine Kampagne, wo behauptet wird, super Skunk wäre super gefährlich und würde super abhängig machen und wird zu einer Droge erklärt, die es gar nicht darstellt. Hanf und der dauerhafte Hanfkonsum unter vielen Jugendlichen wird in einer Art und Weise für Kampagnen missbraucht, im Wissen dieser Konzerne. Und da kann ich mich dann Tibor wieder anschließen, dass sie doch das meiste Geld in ihren Zeitungen mit Alkohol- und Tabakanzeigen verdienen. Und man muss an dieser Stelle sagen, ja, Frau Kasper merkt, Sie haben recht. Wenn man einen Joint raucht mit Tabak drin, dann nimmt man viermal so viel Teer auf. Deswegen kann ich nur allen empfehlen, legalisiert und raucht es pur. Jedes Jahr gibt es in Deutschland 130.000 Ermittlungsverfahren wegen Drogenvergehen. Das ist nicht nur Steuerverschwendung, das ist Wahnsinn! Und gucken wir uns das doch mal an. Was heißt denn hier diese kleine Menge von wegen 10 Gramm? Das wäre jetzt so der Wochenkonsum. Das kommt natürlich immer ganz drauf an, was man konsumiert. In Urlaub fahren kann man schon gar nicht damit. Ich bin der Meinung, wir brauchen keine 10 Gramm, wir brauchen keine 30 Gramm. Wir brauchen eine Situation der Toleranz, der Offenheit. Wir brauchen eine Situation, in der man Prävention als das versteht, was es ist, als Aufklärung über verschiedene Stoffe. Den Umgang mit Drogen gilt es zu lernen und sie nicht weiter zu verteufeln. Die suchtfreie Gesellschaft ist eine Illusion, ist ein völliger Schwachsinn, den wird es nicht geben, den gab es nie und ich glaube, keiner von uns glaubt dran, dass es ihn jemals geben wird. Ja, genau! Deshalb, Freunde des Hanfs, lasst uns gemeinsam weiterkämpfen, lasst uns überlegen, wie wir nächstes Jahr mehr Leute auf die Straße kriegen und wie wir mit dieser Auseinandersetzung ernsthaft führen, denn legalisiert ist das, um das es uns hier geht, und das werden wir durchsetzen. Tschüss, noch viel Spaß heute! Ja!